So, wenn ich jetzt quasi dieser, der Renaissance-Ron, die da drüben, würde mir jetzt natürlich noch das Prinzip des Aquädukt- und Gebäuderenovierens verraten, was ich jetzt ja schon mehrere Millionen Mal gemacht habe. Bevor ich das mache, werde ich erstmal die neuen Gemälde zeigen. San Sebastian. Dieses Gemälde von Raphael zeigt den heiligen Sebastian und einen der Pfeile, mit denen er getötet wurde. Also ich zeige jetzt erstmal noch die restlichen Ereignisse in der Engelsburg, dann, wenn ich quasi diesen Dialog starte mit Renaissance-Ron, ist die Sequenz beendet. Wenn die Sequenz beendet ist, kann ich mal aus dem Animus rausgehen, dann dort nochmal die Oberwelt zeigen und dann war es das. Hatte ich schon. Madonna del Cardellino. Raphaels Madonna wurde als Hochzeitsgeschenk für einen Freund gemalt. Zu beachten ist die Komposition, die Maria, Jesus und Johannes den Täufer zeitgemäß zu einem Dreieck auf. Okay. Hier steht schon ein Porträt von Piero Bembo. Dieses Gemälde von Raphael soll einen von Lucrezias Liebhabern zeigen, den Poeten Bembo. Da das Bild ihn kaum ähnelt, gibt es aber auch Spekulationen, dass es jemand anderen zeigt. Diesen Typen. Ihn und Lucrezia werden wir in der nächsten Sequenz in der Hauptstory-Mission sogar treffen. Das ist halt eins der wenigen Personen auf einem Gemälde, die man auch halt auch wirklich leiblich trifft. Okay, den hatten wir schon. San Georg. Dieses frühe Gemälde von Raphael zeigt den heiligen San Georg im Kampf mit dem Drachen. Ich glaube, irgendwie alles so bekannt. Wo hatten wir das schon oder das schon? Hier kommt auf jeden Fall das hatten wir definitiv. Der Segen Christi. Dieses berühmte Christusgemälde von Raphael weist eine deutliche Ähnlichkeit mit dem Maler selbst auf. Ja, wenn das mal kein Größenwahn ist. Und wie gesagt, in der Welt von Assassin's Creed gab es ja Christus auch, aber der hat halt auch einfach dieses. Das Tuch, was er da trägt, wäre, wenn der Maler natürlich das wirkliche Wissen der Lore hätte, das Gram-Ebtuch aus Assassin's Creed Syndicate und die Stimme, die, also sprich hier Consus, der darin eingesperrt ist, das würde halt Christus für natürlich Gott halten. Daher kommt auch der ganze christliche Glauben. Und daher auch perfekt, dass sich halt natürlich das Abbild von Minerva unter dem Vatikan befindet, weil so gesehen das Missverstehen der ISO-Kultur halt zu den meisten, nicht zu allen, aber zu den meisten menschlichen Gottvorstellungen halt überhaupt erst geführt hat. Okay, das hatten wir. Ein frühes Motiv von Raphael ist seine meisterhafte Umgang mit der Geometrie demonstriert. Ich glaube, den hatten wir den auch. Ich weiß es gar nicht, die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Selbstporträt. Ein Porträt des Malers Raphael stand um 1504. Eine frühe Madonna von Raphael. Ach, ganz ehrlich, ich lese es einfach vor. Entstanden zwischen 1500 und 1504. Es zeigt zwei seiner Lieblingsmotive: die Jungfrau mit dem Buch und einen kleinen Vogel. Vision eines Ritters. Ein Gemälde von Raphael über die Rolle eines idealen Ritters. Schwert, Buch und Blume repräsentieren den Gelehrten, den Soldaten und den Liebhaber, die drei Bestandteile eines idealen Ritters. Ja, wenn. Ich frage mich immer, ob Raphael in der Welt von Assassin's Creed wirklich Ahnung hat, dass Assassinen und Tempel überhaupt existieren. Also als Game-Organisation. Engel. Dieser von Raphael gemalte Engel steht neben Nikolaus und Talentino. Den hatte ich ganz sicherlich. Okay, den hatte ich. Den hatte ich. Warte, Moment. Hier ist ein Raphael gemalte Engel steht neben Nikolaus und Talentino, dem der Teufelsfüße. Nicht Raphael findet dieses Werk jetzt tatsächlich im Jahr 1501. Na gut. Kann sein, dass ich den in der letzten Aufnahme schon hatte. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Okay, Rüstung hat mir noch keine weitere freigeschaltet, dadurch, dass wir immer noch in Sequenz 3 sind, aber das ist alles halb so wild. Oh, geben wir erstmal die Federn ab, von denen uns jetzt eh nur noch eine fehlt. Gucken. Ah, nein, ich will keine Breitwaffe, ich will auch kein Schwert, ich will gucken, ob das Schwert, das ich jetzt habe, wirklich das Beste ist. Okay, das ist in allen Bereichen schwächer. Das auch. Ah, hier sind nur Streitkolben, der wird auch. Ja, der ist wesentlich schwächer als die ich der Wache geluxt habe.
Okay, gut, damit das Schwert, das ich bislang habe, wirklich auch das Beste sein, was ich in der Sequenz schon freischalten kann. Okay, mal gucken. Was ich nochmal noch machen werde, bevor ich hier mit dem Typen. Okay, ich kann nicht raus. Ich muss mit dem Typen reden. Schade, ich wollte mir eigentlich noch die Geschäftsaufträge angucken, aber egal, das mache ich denn nächstes Mal. Serezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Auch einfach voll wunderbar, jetzt das Gesicht von Ezio. Also, Renaissance-Ronnie ihn wirklich Sachen erklärt, die er schon mehrere tausendmal gemacht hat. So, Alter, sei bitte ruhig. Ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Ich bin müde. Ich will pennen. Alter Falter, diese Sequenz hat wirklich lange gedauert. Müssen wir überlegen, das waren jetzt 2 volle Aufnahmesessions. Ne, 3. 3 volle Aufnahmesessions. Locker über 10, 15 Stunden. Meine Fresse. Okay, und nun seht ihr auch natürlich auch erstmal alle Sachen, die ich freischalte, dadurch, dass wir eine neue Sequenz haben. Überall neue Attentate. Da müsste ich jetzt natürlich noch zu den einzelnen Fraktionen rennen, die anwählen, aber das mache ich halt in der späteren Aufnahme. Überall neue Waffen. So. Rüstung. Okay, hier. Erfordert die doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Man macht auch Sinn. Das quasi, wenn ich die versteckte Klinge am anderen Arm habe, trage, die natürlich auch schütze, aber das okay, kommt erst, wenn ich die von Leonardo gekauft habe. Waffen kaufe ich einfach mal zum Komplettieren schon mal dazu. Sizilianischer Ding, okay, mehr Tempo. Tempo ist wie gesagt in diesem Spiel alles. Kleine Waffen, Knochendolch von Romulus. Ich finde interessant, dass die Waffe, die von Romulus kommt, trotzdem weniger effektiv ist als das Fleischermesser, was ich natürlich sofort wieder benutzen werde. Jo, na gut, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Geschäftsaufträge. Oh, hier habe ich, ihr seht es schon, das lange Farm hat sich gelohnt. Okay, investieren wir gleich mal hier drin. Okay, die Waffe, die ich gerade habe. Okay. Okay, gut, das wird das Offizierschwert gewesen sein. Okay, hab ich schon wieder Geld bekommen? Yep, hab ich. Okay, dann gucke ich mal auch noch den anderen Geschäftsaufträgen und dann. Oh, Kurier. Ezio, du sollst ihn. Dass ich auch immer bei immer kurz vor Ende der Aufnahme mit solchen Typen Probleme habe. Anfangs sind es Diebe, jetzt sind es einmal die. Okay, gut, aber solange sie sich selber umbringen, habe ich ja kein Problem. Hauptsache, der Loot geht nicht verloren. Ich habe ein paar. Okay, Gemälde. Schatzkarten, jetzt kommen natürlich die restlichen Schatzkarten mit den Bannern. Aber die mache ich dann später. In den späteren Aufnahmen. Okay, hier fehlt mir einmal Amba für den Vatikan. Kommt bald wieder. Für die Damen gibt es. Okay, Beutel, eine Messergürtel-Erweiterung. Ja, man merkt einfach, wie günstig das noch alles ist, weil das nur noch ganz der Anfang des Spiels ist. Also wirklich, aber. Aufträge, okay, hier fehlen mir noch ein paar. Das werden wahrscheinlich die sein, die ich gerade eben eingelöst habe. Leider fair.
Will ich die Kleider schon einfärben oder will ich es? Ach, wisst ihr was? Ich lasse es mal noch für diese Aufnahme. Nee, gibt es hier noch irgendetwas, was ich übersehen habe auf der Insel? Nein, scheint nicht. Quasi. Na, wir haben doch noch ein bisschen mehr übersehen, als ich es gerne zugeben würde, wie man sieht. Vielleicht, dass ich jetzt ja schon die meisten Karten habe, aber. Egal. Ist egal. Ich würde sagen, ich verlasse zuerst den Animus und kehre dann zurück, um es halt mit den obligatorischen Datenbankpart zu beenden. For centuries we have fought against the Assassins. Now, fellow Templars, we will win this war once and for all. Nicht zu schnell aufstehen. Ich halte immer noch auch schon auf dem Hamburger, der hier irgendwann mal spawnt. Gibt's was Neues von draußen? Rebecca hat das Telefon angeschlossen. Die Templer bewachen immer noch die Grenzen und Wedek hat auch gut zu tun. Was zu tun? So wie es aussieht, bildet er Abstergo-Agenten mit Animus-Daten aus. Das heißt? Abstergo bereitet einen Frontalangriff vor. Ja, und die CD, die ihr gerade eben gesehen habt, die gibt es auch in Deutsch. Die kriegt man halt, wenn man den Multiplayer zum ersten Mal startet. Dadurch, dass ich den Multiplayer ja schon mal vor einiger Zeit mit Daniel ausprobiert hatte. Ich hätte diese Cutscene doch auf Deutsch nehmen können, aber nun bin ich halt leider dazu gezwungen, halt die englische Version nochmal mit deutschen Untertiteln zu nehmen. Was ja nun mal ein bisschen Arbeit war. Und natürlich auch nicht in Full HD, aber ja, ich habe gemacht, was zu machen war. Du, der einzige Assassine in Abstergos Animus-Abteilung. Wie kommst du an Daten von denen? Ein paar Passwörter klappen noch, aber ich komme nicht tief ins Netzwerk rein. Das heißt, sie kommen nicht tief ins Netzwerk rein, bedeutet halt, dass sie nicht an die relativ oberflächlichen Daten kommt, aber nicht an die Supergame-Infos aus der enormen Führungsriege. Ich bin beschäftigt. Eine Idee zu der Chiffre, die Machiavelli mir gab? Ich meine, Ezio. Ohne Schlüssel nicht zu entziffern. Ein Einmalschlüssel. Was ist das? Ein Chiffre mit einem einmaligen Schlüssel. Stell dir vor, jemand nimmt von jedem Wort der Unabhängigkeitserklärung den ersten Buchstaben, um etwas zu kodieren. Ohne die Erklärung selbst ist es nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Ja, aber wir haben ja Gott sei Dank schon die Hälfte des Entschlüsselungscodes dabei. Und Sean? Gibt's auch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah ja, Kate. Katie, 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 Kitty Cat Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unters Hemd durftest. Oh, was? Was? Wir waren essen. Du warst essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten.
Oh Gott, diese Rose zwischen den beiden, das wird in den späteren Teilen. Ich sag's mal so, in den späteren Teilen ist es nicht mehr ganz so heftig wie hier, einfach weil die ganze Situation da ja nochmal ernsthafter wird, die Leute auch halt mehr Verluste erleben, aber die, ganz ehrlich, die Rose zwischen Rebecca und Sean vor auf der Leiter, da könnte man eine Compilation draus schneiden, so von Teil 2 an beginnt hier Assassin's Creed, aber nur wenn Rebecca und Sean sich gegenseitig roasten. Ich habe zu tun. Schon mal getötet? Auch schön, dich zu sehen. Ich war mit so einem Elektronik-Spezi zusammen, als die Assassinen mich erstmals kontaktierten. Und? Jetzt bin ich Single. Machst du Witze? Natürlich nicht. Glaubst du, ich würde Witze über jemanden machen, den ich getötet habe? Der Tod ist nur lustig, wenn er weit weg passiert. Ich weiß es. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Oh ja, einer der Gründe, warum sie da halt sentimentaler darauf reagiert als Lucy und Sean ist halt derjenige, dass halt in Assassin's Creed 3 noch ein Charakter namens Daniel Cross hinzukam, der halt anfänglich auch ein Assassine war. Der dann halt aber später von den Templern halt genommen mit einer Gehirnbeschützung wurde quasi halt wie den Klon in Star Wars, wo er sich halt ein Implantant ins Gehirn eingepflanzt, sich halt aktiviert, sobald er den Assassinenrang hoch genug aufgestiegen ist, dass er den Mentor, also den Anführer des Assassinen treffen darf und ihn zu töten. Das ist halt auch der ominöse Mentor, von dem immer gesprochen wird, die große Niederlage des Assassinen. Aber er selber hatte zu diesem Zeitpunkt halt keinen freien Willen. Und der Chip hat sich dann halt kurzzeitig halt auch Befehl von Winnig, den er halt mit Fernbedienung halt steuern konnte, immer wieder an- und ausgeschaltet. Und da hat er kurzzeitig noch diese Schuldgefühle, weil als er natürlich wieder aufgewacht ist, merkt natürlich, okay, wo bin ich hier? Oh Blut, oh Mentor-Tod, hat natürlich auch diese Schuld, die enormen Schuldgefühle. Aber als er raus, was ihm versteckt, als er halt entkommen konnte, hat sich der Gun wieder angeschaltet, ihn halt so gesehen zu einem willenlosen Sklaven gemacht. Und halt, ja, ihn dazu gezwungen, zu Abstergo zurückzukommen, wo er halt heute einer der Top-Templar-Agenten ist. Also, zwar kein Großmeister, aber halt, ja, ein sehr fähiger Kämpfer. Und wie gesagt, halt durch den Chip steuerbar, ohne freien Willen, schwer drogenabhängig und alkoholsüchtig. Das ist so grausam, aber dadurch, dass er halt Rebecca kannte, reagiert sie auf das Thema ziemlich empfindlich. Die Übersetzungssoftware hast du aber nicht gepatcht. Nee, ist noch buggy. Im Italienischen nur kleine Aussätze, aber bei Französisch und Spanisch musst du aufpassen. Na gut, aber dafür übersetze ich ja die Stellen, von denen ich finde, dass es nicht offensichtlich ist, was die Leute gerade sagen. Wir reden später. Den gehen wir erstmal die. Gespielt wie Flasche leer, Alter hier. Gut, das Wichtigste zuerst und jetzt erstmal ran an die E-Mails. Zugang, Erudito. Achtet darauf, im Verteiler zu bleiben. Löscht, okay. Mehr gibt's hier nicht. Ich muss gerade überlegen, hatte ich die nicht in der letzten Aufnahme schon mal? Mit Daniel oder sind hier neue hinzugekommen? Nee, Quatsch, das ist doch schon wieder eine neue Sequenz. Sequenz 4 mit neuen Dialogen. Aber es sind tatsächlich noch keine neuen hinzugekommen. Über Lucy vielleicht? Weil Lucy ja so gesehen mit dem Großmeister der Assassinen in Kontakt steht. Nein, Tatsache. Tatsache, keine neuen E-Mails trotz neuer Sequenz. Und auch noch keine Burger. Dann hoffe ich mal jetzt, dass wenigstens jetzt die Objekte draußen sind, die ich suche, weil es wäre ja schon peinlich, wenn die jetzt immer noch nicht draußen wären. Jetzt sind sie, da sind sie. Das ist das, was ich meine. Eins auf Artefakten gefunden, Claudias Buchführung. Und das ist das, was ich vorhin immer gesucht habe. Es gibt ja wie gesagt 5 Artefakte in Monterigioni und die kann man halt finden, um halt den Raum halt, in dem man sich befindet, in den Altarraum halt noch ein bisschen zu verschönern. Na gut, dann weiß ich, wenn ich jetzt, dass ich die finden kann. Und vor allem, es gibt kein Zeitlimit, worüber ich immer noch überrascht bin. Es gibt tatsächlich kein Zeitlimit, in dem ich diese Dinge finden muss. Ich hatte es voll in Erinnerung, dass du hier nur 10 Minuten
draußen bleiben durftest, bevor du dann wieder automatisch zurückkehren musstest, weil dich das Spiel einfach rein teleportiert hat. Da. Weiter ist die Marias Federtruhe. Das heißt doch quasi, dass die Truhe, die Ezio gerade halt die ganze Zeit benutzt, um die Federn reinzumachen, halt eine andere ist als die aus Assassin's Creed 2, weil die ja immer noch hier geblieben ist seit dem Angriff der Borgia. Bringt die Adler sich irgendwas oder? Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich weiß ja noch ungefähr, wo Marios Schwert lag. Da kann ich ja mal gucken, ob die Gegenstände speziell leuchten mit der Adlersicht oder mit dem Adlerauge oder ob das verschwendete Mühe ist. Marios Schwert lag irgendwo hier vorne. Wo war das nun mal? Da war... Hier. Irgendwo hier in der Nähe war Marios Schwert. Das weiß ich noch ganz genau. Irgendwo an einem Baum angelehnt. Und vielleicht hier an dem Baum? Ja, da. Na, sie leuchten so aber nicht mehr als ohnehin. Okay, gut, Nummer 3. Ich glaube, ich mach das gerade alles so aus dem Kopf raus. Eins war noch in Marios Kirche. Mir aber nicht sicher. Ich könnte. Also selbst wenn das eine Objekt noch in Marios Kirche liegt, könnte das andere ja theoretisch noch überall sein. Der Ring hätte sich angeboten, weil man hier an Teil 2 noch trainieren und neue Fähigkeiten erlernen konnte, aber hier ist nicht. Frage, wo? Das war zwar jetzt im Spiel. Ich wollte gerade überlegen, fährt die Polizei jetzt bei mir lang oder im Spiel? Aber jetzt war. Nee, war im Spiel. Aber auch cool, dass sie das eingebaut haben. Das hätte man nicht machen müssen, dadurch, dass die Spieler relativ selten in der Oberwelt schon bei Monteregion unterwegs sein werden. Ja, aber dass sie da trotzdem auch noch so moderne Geräusche eingefügt haben, dass sie halt merken, dass wir hier eben nicht mehr in der Renaissance sind, sondern in der modernen Welt. Na, schon cool. Komm Leute, irgendein Glitzern, ich tatsächlich die Gegenstände verraten, muss es hier doch geben. Da ist noch eins. Das sieht aus wie Ezios Gürtel. Yep, 4 von 5. Okay, und dann kann ich jetzt ja zur Kirche gehen und gucken, ob meine Erinnerung richtig war, dass da noch das letzte Artefakt drin war. Das ist natürlich wieder nur die Frage, wo war jetzt in Monteregion in die Kirche? Da ist es. So, tatsächlich, was liegt da? Der Medici-Umhang aus Assassin's Creed 2. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen.
aber seid gewarnt. Er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Okay, und jetzt quasi eine genauere Beschreibung. Die gibt's jetzt halt, wenn ich die Dinger einmal, einmal die Dinger nochmal im Lager zeige, in diesen, der spezielle Schrank, der bislang immer leer war, neben dem Rechner, der ist jetzt gefüllt mit diesen Dingen. Aber es sind halt auch nur diese fünf, also nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt hier meine fünf neue Gegenstände pro Sequenz, nee, nur fünf neue Gegenstände insgesamt. Das heißt, wenn ich jetzt den Animus verlasse, dann höchstens nur noch für diese extra Cutscenes, die auch nicht immer kommen werden, oder halt nur für neue, neue E-Mails. Ja, seht ihr so. Ach, Tatsache, da kam ja gar kein Text hinzu. Aber na gut, ich werde da später noch ein paar Einblendungen vornehmen, um die Dinger, um einige dieser Dinger vielleicht genauer zu erklären. Dann habt ihr da eure Erklärung. Noch einmal sicher sein, dass ich auch alle Dialoge ausgewählt habe. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Ja, Rebecca. Muss das fertig kriegen. Gut, okay, dann geht's zurück in den Animus. Start klar. Kommt, Freunde, schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Mager.